Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein komplett ungeschnittenes Video, denn ich möchte euch meine Geschichte erzählen, meine Story, wie ich mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht habe und euch Mut und Motivation geben, wie auch ihr das schaffen könnt. Genau, ich möchte einfach von ganz Anfang anfangen, denn ich war schon von klein auf, ich habe Fotografie von klein auf einfach immer schon geliebt. Man hat mich immer mit der Kamera gesehen, auf Familienfeiern und auch so, also überall einfach, auch mit Freunden. Und ich habe es einfach geliebt, Fotos zu machen und Momente festzuhalten. Und die Menschen haben sich auch immer gefreut und das war für mich auch nochmal so eine Freude. Und es ist einfach toll, ich habe es einfach immer schon geliebt. Ich weiß gar nicht, wo genau das angefangen hat. Ich weiß nur, dass ich das einfach schon immer so in mir drin hatte und einfach voll die Leidenschaft dafür hatte. Und ja, ich habe irgendwann kam ja Instagram. Ich glaube, das war so, ich weiß gar nicht, 2012 oder so. Und ich habe 2013, 2014 angefangen, Instagram zu machen und habe dort meine ersten Bilder mit meiner Digitalkamera reingestellt. Wer das Video von meinem Equipment, Foto-Equipment noch nicht kennt, da zeige ich euch auch einige Bilder, einige meiner ersten Bilder, meiner ersten Shootings. Schaut da einfach mal gerne vorbei. Ich verlinke es auch euch in der Infobox auf jeden Fall. Genau, und ich habe einfach Bilder von Natur, von meinen Freunden, von mir selber bei Instagram reingestellt und daraufhin kam mein erster Auftrag. Und ich war damals, 2014, war ich 13, 14 Jahre alt und mit 15, 16 war das, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, kam der erste Auftrag von jemanden, also die ich noch nicht so kannte, das war ein Brautpaar. Heute sind es einer meiner besten Freunde. Und das ist einfach so krass, weil die mich auf diesem Weg komplett begleitet haben, wirklich von Anfang an. Und es war halt total toll. Ich durfte deren Einladungskarten fotografieren. Ich weiß noch damals, ich war so aufgeregt. Ich habe mich voll vorbereitet darauf, habe mir bei Pinterest Bilder gesucht, habe so Sachen mitgenommen und habe die Fotos von Pinterest dann so mit denen nachgestellt. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden jetzt noch mit den Bildern und ja, ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich hatte damals eine sehr, sehr helle Bearbeitung, habe sehr helle Grüntöne zum Beispiel benutzt. Also ja, so ganz einfach meinen Stil versucht zu finden. Ich fand das Helle halt sehr, sehr toll und dann habe ich das halt so bearbeitet. Damals, ich weiß gar nicht. Ich glaube, habe ich die bearbeitet überhaupt? Ich glaube, ich hatte die mit so einem kostenlosen Programm. Jim heißt es, glaube ich, habe ich damals bearbeitet, hat sau viel Zeit gekostet, weil man jedes einzelne Bild hochladen müsste, dann bearbeiten, nicht wie bei Lightroom, wo du jedes Bild da reinpacken kannst und dann einfach den Filter über alle Bilder legen kannst und nur noch so ein bisschen anpassen musst oder so, sondern da musste man wirklich jedes Bild erstmal hochladen in das Programm, dann bearbeiten, dann exportieren und dann das nächste Bild. Und das hat so lange gedauert. Ich weiß noch, meine Familie hat sich schon manchmal so ein bisschen aufgeregt, weil ich so lange am PC saß und wirklich so lange immer bearbeitet habe. Das hat Tage gedauert, bis ich ein Shooting mal fertig hatte. Und genau das war auf jeden Fall das erste Shooting. Das habe ich dann auch auf Instagram hochgeladen und dann kamen natürlich weitere Aufträge. Ich durfte diese Braut auch beim Get Ready fotografieren, was auch mega, mega toll war und auch voll die gute Erfahrung. Daraufhin kamen dann ein paar Freundinnen, Familienshootings und mit 17 tatsächlich die erste Hochzeit, was halt auch so eine krasse Erfahrung war. Es war eine große Hochzeit. Es waren 700 Leute oder so circa da. Und es war einfach sau krass. Ich wurde so richtig ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe es noch mit einer anderen Fotografin, die auch am Anfang stand, zusammen fotografiert. Und es war halt eine sau coole Erfahrung. Vorher hatte ich noch ein paar Standesamtliche gemacht. So, und da hatte man dann so ein bisschen Übungen. Aber ja, es war schon eine Herausforderung, die aber richtig toll war. Und die einfach sau viel Spaß gemacht hat und wofür ich einfach dankbar bin, dass diese Menschen mir dieses Vertrauen geschenkt haben. Denn daraufhin kamen natürlich noch mehr Aufträge. Und das war halt richtig toll. Ich hatte mich sehr, sehr darüber gefreut, über diese Erfahrung. Genau, das war halt mit 17. Ich hatte vorher, kurz vorher, meine Ausbildung angefangen als Industriekauffrau.
habe dann direkt mit 18 auch dann das Gewerbe angemeldet und habe dann richtig durchgestartet. Also deutschlandweit, überall fotografiert, Hochzeiten, alles Mögliche. Also ich habe damals wirklich alles angenommen. Und ja, irgendwann mal war das aber natürlich so, wie es auch so kommen muss, dass in der Ausbildung es immer schwieriger wurde. Ich wurde immer schlechter in der Schule. Das hat mein Arbeitgeber natürlich auch gemerkt. Und es war halt natürlich, ja, es war nicht so schön. Und ich musste dann leider aufhören mit dem Fotografieren. Da waren noch ein paar andere Umstände, die ich aber nur in meinem E-Book erzähle oder beziehungsweise aufgeschrieben habe. Das E-Book ist momentan für 3 € in meinem Shop reduziert, also schaut unten mal vorbei, falls ihr interessiert seid. Es geht um Anfängerfotografie in diesem E-Book, da beantworte ich viele Fragen von euch. Ja, und über meine ausführliche Geschichte. Genau, aber ja, ich habe dann eben aufhören müssen. Das war auch nicht so lange, nachdem ich mein Gewerbe angemeldet habe. Also es war noch mit 18, ich glaube, fast 19. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon 19 war. Ich glaube, ein paar Monate vor meinem 19. Geburtstag. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall musste ich es dann abmelden und durfte halt auch nicht weiter fotografieren, was wirklich in mir so ein Loch ausgemacht hat, weil das ist eine Leidenschaft von mir und das kann man einem ja nicht einfach so wegnehmen und das bleibt ja trotzdem und das vermisst man einfach mega doll. Konnte nur noch ein paar, also habe ein paar Restaufträge natürlich dann noch gemacht, aber sonst halt alles wirklich abgesagt. Und ja, das war halt wirklich einfach sehr, sehr traurig und sehr schade. Ja, aber das Leben geht weiter und ich musste mir halt überlegen, ich habe sehr, sehr viele Gedanken gemacht darüber, was jetzt weiter ist, was weiterkommt. Und ich habe dafür sehr, sehr viel gebetet und mit der Zeit wurde mir einfach klar, hey, diese Leidenschaft, dieses Talent ist einfach ein Geschenk Gottes und ich kann das nicht einfach so wegwerfen. Ich kann nicht meine Zeit irgendwo verschwenden und irgendeine Ausbildung machen, die mir persönlich nichts bringt, was eigentlich meine Zeit komplett verschwendet, wo ich, ja, das, was ich nicht in meinem Leben machen will. Ich will nicht irgendwelche Produkte verkaufen oder wisst ihr, was ich meine? Also ich will nicht irgendwas machen, was einfach meine Zeit verschwendet und was für mich in meinen Augen einfach sinnlos ist. Genau, und deswegen, ich hatte meine Ausbildung dann nochmal gewechselt zu Kauffrau für Büromanagement, aber habe mich dann nach kurzer Zeit wirklich dazu sicher entschieden, meine Ausbildung abzubrechen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das war halt eben mit 19 Jahren, habe ich diese Entscheidung dann getroffen. Vor über einem Jahr und das war einfach wirklich die beste Entscheidung, die ich einfach in meinem beruflichen Leben treffen konnte. Und ich bereue es keine Sekunde, selbst jetzt in der Krise. Es ist eine wunderbare Zeit, wo man viel lernen kann. Und ich habe diese Zeit, es war einfach so krass. Ich durfte im letzten Jahr 10 Hochzeiten fotografieren, hunderte von Shootings und das war einfach wirklich so krasse Erfahrungen, die ich sammeln durfte, auch aus Fehlern, aus denen ich lernen durfte und immer weiter wachsen konnte. Das ist halt natürlich, ohne Fehler wirst du nicht lernen, wirst du nicht weiterkommen. Man muss praktisch sogar diese Fehler machen, um daraus zu lernen. Man muss manchmal aus Dingen, die unangenehm sind oder nicht gut gelaufen sind, lernt man und man entwickelt sich weiter, man kommt weiter und das ist halt richtig wichtig und ich war auch natürlich manchmal richtig traurig darüber, dass ich dumme Fehler gemacht habe oder dass Situationen einfach sehr, sehr schwierig und kompliziert waren. Aber aus diesen Fehlern oder aus diesen Situationen kommt man einfach viel stärker raus, als man da reingegangen ist. Mit viel mehr Mut, mit viel mehr Kraft. Und diese Kraft und dieser ganze Weg kam auch nicht nur von mir aus. Ich wusste, Gott ist einfach bei mir. Ich wusste, er stärkt mich. Er hat mich durch diese Zeit geschenkt. Er hat mir überhaupt diesen Mut geschenkt. Ihr müsst wissen, ich habe gar keine Zweifel daran gehabt, dass das nicht funktionieren würde. Ich habe immer wirklich stark dieses Bewusstsein gehabt, es wird funktionieren. Ich wusste, es wird funktionieren. Ich hatte keine Unsicherheiten. Auch wenn es Leute gab, die einfach voll daran gezweifelt haben, die mir versucht haben, das auszureden oder die gesagt haben, so, Junge, klappt das doch nicht und das wird nicht funktionieren und so weiter. Ich hab einfach keine Unsicherheit gehabt. Ich wusste, es wird funktionieren. Ich habe einen Gott, der größer ist als alles und bei ihm ist nichts unmöglich und
wenn man ein Talent bekommt und wirklich mit voller Leidenschaft, mit voller Energie, Kraft und viel dahinter steht und viel dafür macht, dann wird das funktionieren. Und es funktioniert bei jedem, egal wo du gerade stehst, egal wie alt du bist, egal wer du bist. Wenn du wirklich für etwas brennst, wenn du eine Leidenschaft dafür hast, dann wird es funktionieren und dann wird man es auch schaffen, wird man es schaffen, durchzustarten, durchzubrechen und anders zu sein als die anderen, anders zu sein als die Gesellschaft. So, denn es muss nicht immer alles nach der Gesellschaft gehen. Ich glaube, die meisten erfolgreichen Menschen sind die, die wirklich nicht sich daran gehalten haben, was die Gesellschaft tut, weil das tut ja jeder und damit kannst du nicht wirklich was erreichen. Und für mich ist es einfach so das Wichtigste, dass ich Menschen damit glücklich mache und ich glücklich bin. Ich meine Gabe, mein Talent einfach nutzen kann, um tolle Dinge zu schaffen, um kreativ zu sein, um mich selbst, aber vor allem auch andere Leute glücklich zu machen und etwas Schönes im Leben zu machen und etwas Sinnvolles zu tun. Und dabei einfach Gott nicht zu vergessen, weil er ist für mich in meinem Leben die erste Priorität und ihm habe ich zu verdanken, dass überhaupt das alles möglich ist und dass dieser Mut einfach da war und überhaupt dieses Talent und alles und dafür bin ich einfach sau dankbar und ja, ich will euch einfach nur Mut machen, jeder kann es schaffen, jeder ist dazu fähig, wenn man es will, wenn genug Motivation und Energie dahinter steckt. Vielleicht auch die richtige Strategie natürlich, aber ich weiß, dass es jeder schaffen kann. Wenn ich es mit 19 geschafft habe, dann wird es auch jeder andere schaffen. Und genau, das möchte ich euch einfach mitgeben und euch ein bisschen Motivation geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und meine Geschichte. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer fragen. Vielleicht könnt ihr auch in den Kommentaren da lassen, was eure Leidenschaft, was eure Begabung ist, was euer Talent ist. Ihr müsst... ja, ihr könnt einfach wirklich dazu stehen, ihr müsst das nicht verheimlichen, ihr müsst nicht so tun, als ob ihr nichts habt, weil ich bin mir sicher, dass jeder irgendwas hat, wo eine Leidenschaft dahinter steckt und jeder ein Talent hat. Und genau, sagt einfach mal, schreibt einfach mal gerne in den Kommentaren, was ihr liebt, was eure Leidenschaft ist und ja, wo ihr gerne einfach hinkommen wollt damit. Und ich bin gespannt darauf. Und ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, hinterlasst Kommentare und abonniert diesen Channel, nicht vergessen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!